Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Attack of the B-Team. Und ich habe ja genug, jetzt genug Nether Quartz, ne, um mir hier Dinge zu bauen, nicht? So, diese Teile hier. Enderperle. Enderperle habe ich allerdings nur eine. Da muss ich wohl dann noch einen schlachten gehen. Daylight Sensor habe ich, das habe ich, okay. Das brauche ich. Daylight Sensor brauche ich, was brauche ich noch? Obsidian brauche ich. Enderperle brauche ich. Emeralds brauche ich. Und Block of Iron brauche ich. Und erstmal hier noch Lapis und Redstone Blöcke. Die brauche ich auch noch. So, Lapis und Redstone. Redstone, Redstone, Redstone. Wo bist du? Da. Redstone Block. Ich nehme direkt mal ein paar mehr raus. Ich nehme einfach ein ganzes Stack raus. Und jetzt gucken wir mal, ob ich genug Lapis habe. Lapis, okay. So, da kann ich ja ein paar von machen. Oh, nö. Ich wollte eigentlich das hier haben. Aber wieso kann der mir das denn, ach ja, nicht einkopieren? Ha, das ist schlau, weißt du? So, hier Rezept von dem Lapis Lazuli Block. Komm. Okay, schon habe ich direkt 12 Stück. Ist eh platzsparender. Und dann kann ich mir jetzt eigentlich das Ding hier bauen, ne? Ne, das Ding hier bauen. So, zack, eine haben wir. Und dann kann ich jetzt direkt das Ding bauen. Ne, was fehlt mir denn noch? Ach, Glasscheiben. Glasscheiben. Glasscheiben! Und was noch? Ach, und die Weighted Pressure Plate. Diese hier. Okay, habe ich jetzt alles? Ja. Und damit habe ich schon mal das Shell Storage. Jetzt muss ich gleich einen Enderman suchen gehen. Damit ich mir dann auch den Shell Constructor bauen kann. So, Shell Storage kommt hier vorne hin. So. Und jetzt muss ich noch ein Schwein dahin holen und da drauf packen. Das mache ich am besten mit meinen Entity-Movern, die ich ja noch hier irgendwo in meiner Werkzeugkiste habe. Da. Entity-Mover, yay. Und ich nehme einfach mal direkt ein paar mehr mit. So. Weil Schweine habe ich ja auch noch nicht. Ne? Also, die könnte ich dann ja quasi mal sammeln. Ist da draußen am Regnen? Ja, den mache ich mal aus. Wenn es genehm ist. Und ich muss ja eh noch einen finden, der mir Emeralds verkaufen kann. Und in diese Richtung war ich schon, diese Richtung war ich schon. Dann fliege ich heute mal nach Nordosten. Gucken, was sich da so verbirgt. Oh, was ist das denn da? Ah, das ist ein Pilzbaum. Weil ich kann natürlich auch wieder, obwohl, wenn ich jetzt auf so eine Erkundungstour mehr oder weniger gehe, dann lasse ich, glaube ich, doch noch ein paar mehr Sachen hier. So, fliegen wir mal hier rein. Überall die kleinen Fledermaus-Schlupflöcher. Finde ich echt geil an diese Mod, die Fledermaus. So, das weg. Und den Rest schmeiße ich wieder hier in die Kiste für meine Projektkiste hier quasi. So, weg. Der kann in eine Tonne. Und der Rest muss mit. Okay. Fliegen wir wieder hier raus. So, zirk, hier raus. Und dadurch. Die Kühe werden langsam ganz schön viele da hinten, ey. Okay, guck mal, Schaf brauche ich nicht. Schweine würde ich mitnehmen und vielleicht Pferde noch so paar. Ich lege mir schon mal hier die Entity Mover hin. Ich muss Endermänner töten, Schweine und so mitnehmen. Ja, was ist das denn da? Ein Pimmelbaum hier dort? Redwood. Okay, was ist das hier? Oh, oh. Boah. Noch so eben ausgewichen. Voll episch, also. Droppen die was Gutes, wenn ich die schlachte? Hier noch drin gerade. Aber nichts toll. Aua! Oh, jetzt bin ich wieder vergiftet. Ich hätte es nicht drauf anlegen sollen. Einfach. Warum mache ich das? Jedes Mal kriege ich so einen ab hier. Jetzt habe ich nichts zu fressen bei. Weiß jetzt, regge ich gleich nicht. Wenn ich so voll abgefuckt bin, aber hier vorne kommt bestimmt irgendein Biom, wo ein paar leckere Früchte für mich gibt. Oder die Hexe da hat was. Bup, 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 bup. Ah ne, guck mal da. Da ist aber zu fressen an dem Baum. Halbes Herz, weißt du wirklich. Es ist so nervig. Oh, Schweine. Was ist das denn da für eine Kuh? Okay. Hallo? Wieso fällt denn hier mal keine Dingens raus? Muss ich da vielleicht mit loser Hand machen? Oh. Oh, danke. Oh, anderthalb sogar. Dann muss ich mir mal schnell noch welche pflücken hier. Na komm, eine noch. Nur damit ich wieder rege, Junge. Entity. Was ist das denn für eine Entity, ey?
Ob der mich wohl angreift? Ich glaube ja fast ja. Was ist das hier? Das nehme ich erstmal mit. So. Meint er, der hat eine Enderperle? Nö, hat er anscheinend nicht gehabt. Aber ich will nicht so ein hochgesteckter Typ sein hier. So, Schwein. Und noch ein Schwein. So, das reicht ja erstmal. Schwein. Okay, was haben wir hier? Mellowberry Bush. Bist du für ein Vieh? Nimm ich auch mal mit. Zack. Noch ein Schwein brauche ich nicht. Kühe hab ich. Hier ist sehr viel gelber Farbstoff. Oh, guck mal, den habe ich auch noch nicht. Jetzt wird das hier so ein Artensammeln für mich. Also bei den Zoo, den habe ich natürlich auch nicht vergessen. Den will ich natürlich nach wie vor irgendwie bauen. Slimelings brauche ich nicht. Und das hier natürlich nur so eine Tundra-Scheiße ist, ne? Oh, wie viele sind denn da, Alter? Was ist denn hier los? Wenn ich jetzt einen angreife, sind die denn alle pisst? Oh, lol, die haben sogar Enderperlen, geil. Und das nicht wenig. Ja, warum benutzen die nicht mal, die doofen Enderperlen? Ja, geil, dann kann ich jetzt hier direkt voll abfarmen. Und jetzt gleich werden die auf einmal alle sauer und schlagen alle auf mich ein. Sind das Ender-Opfer hier oder was? Stehe ich nicht. So, back to the bat. Dich schlacht die auch noch. 14 Enderperlen mal eben so gesammelt. Lol, ey. Sind hier noch mehr? Weil wenn ich jetzt hier wieder am Rückweg quasi bin, ne? Ich habe ja Schweine. Obwohl, nee, ich brauche ja noch einen Dorfbewohner, der irgendwas handelt, weil ich ihn verchecken kann. So. Komm mal her. Penner. So. Okay, dafür ist ja noch hier dieser eine reserviert. Ich fliege einfach mal jetzt nach Norden. So. Gucken, was da so auf mich wartet. Hier ist noch ein Spawner. Den kann ich mir dann direkt mal aufschreiben. Das ist ja wahrscheinlich wieder Skelett, ne? So. Monster Spawner Skeleton. Zweimal. Für meine Mob-Farm, ne? Habe ich ja gesagt. Schreibe ich auf. Und pack die dann da rein. So, was haben wir denn hier noch? Hier sind noch ein paar Endermänner. Stirb! Und drop was. Seine Eier liegen. Okay. Hier ist noch einer. Klatsch. Klatsch. Ja, das ist halt, wenn man mit so wertvollen Edelsteinen rumläuft, das ist nicht so eine gute Idee. Kiwi habe ich. Cherry auch. Da ist eine Hexe. Da sind noch ganz viele von denen. Ja. Oh Mann. Ich hasse dich. Aber diese Endermänner hier, die wehren sich ja gar nicht, ne? Die sind ja cool drauf, also. Das sind viel angenehmere Endermänner. Aber ja, ihr habt es ja auch gesehen gehabt in den vorherigen Parts, dass teilweise ich Enderperlen unbedingt brauchte, aber dann überhaupt keine gefunden habe, weil die Endermänner halt so wenig spawnen, ne? Und ich glaube, damit haben die dem so ein bisschen entgegengewirkt. Weil ist halt schon eher ein Technik-Mod als ein Survival-Mod, jetzt sag ich mal, ne? Also hier geht es eher so um Luxussachen wie, eine Kuhfarm, eine Schweinefarm, eine automatisierte und so, anstatt ums blanke Überleben, Mann! Okay, was ist hier? Hast du was Geiles für mich hier drin? Nö, anscheinend nicht. Hoffentlich sind nicht ihre Kollegen, die ganzen Endermänner. Und die sind dann mächtig angepisst, wenn sie das rausfinden und die ganzen Leichen von denen hier sehen. Oh, das war auch nochmal gut. Boah, wie viele, so zwei Stacks schon, krass. Ja, du solltest auch lieber rennen, ne? Habe ich die aufgehoben, die Enderperle? Ne, ich wollte gerade sagen. So, Leute, ich brauche ein Dorf. Wo sind wir denn hier? Soll ich mal so rumfliegen, so ein bisschen das Gebiet eingrenzen? Oh, guck mal, das ist ein Hexending. Ich kann mir nicht entgehen lassen. Da sind Bananen. Ich brauche ja eh was zu essen. Das ist gut. Dann kann ich das hier mal wegschlagen. Hab dann hoffentlich ein paar Bananen so. Ah, da. Bananen, Bananen. Sehr fein. Dann kann ich doch jetzt mal richtig was verschnabulieren hier. Okay. Friss schneller. Ist hier eine drin? Nö. Irgendwas Schönes? Pumpkin Seeds.
Weil ich werde dann natürlich auch bald mal wieder eine Runde eher kosmetisch machen für mein Haus, ne? Wo ich dann so ein bisschen den Garten, den wollte ich ja komplett neu anlegen, ne? Weil ich habe ja im Moment hinten gar keinen Garten. Weil ich finde das schon geil, so einen richtigen Garten zu haben, wo alles wächst. Also die Bäume habe ich ja schon hinten, das wächst schon wunderbar. Und das Haus, wo hinten die Villager am Anfang drin waren, das werde ich, glaube ich, nach vorne verlegen, ne? Muss ja nicht in meinen Privatgründen stehen, ja, in meinem Privatgarten. Und hinten werde ich an den Garten so ein bisschen aufmotzen. Okay, ich bin aber jetzt auf dem Weg nach Hause und suche aber eigentlich auch noch ein Dorf dabei. So, Scheiße, ey. Obwohl, vielleicht habe ich auch noch Emeralds in dem Dingens drin, in der Dropbox, weil die Minions finden die auch schon mal. So, ich habe zwar genug gebratenen Fisch, aber ich klaue dir den trotzdem. Weil wenn die stirbt im Winter, die doofe Hexe, dann, ne? Dann ist sie keine Gefahr mehr für mich. So, also ich passiv töte ich die. Okay, hier haben wir noch einen Spawner. Kann ich mir dann bestimmt aufschreiben. Hier ist Spawner Zombie, auch schön. So, Zombie einer. Dann gucken wir mal hier in die Höhle rein, ob hier vielleicht auch noch direkt ein Spawner steht. Wäre natürlich geil, aber tut's leider nicht. Egal. Dann gehen wir mal weiter hier runter. Vielleicht ist ja ganz in meiner Nähe ein Dorf. Das wäre geil, wenn hier irgendwo ein Dorf wäre. Wäre so toll. Wo ist denn mein. Hallo? Wo ist denn mein Haus eigentlich? Okay, mein Haus ist hier. Ich fliege jetzt so einen großen Bogen. Kein Dorf in der Nähe. Wirklich kein Dorf. Kann man nicht irgendwie einen Villager herstellen oder ranzüchten oder so? Wäre doch geil. Ich fänd's geil. Okay, das ist Kokosnuss. Das ist die geile Kokosnuss, Junge. Was haben wir denn hier? Was sind das denn eigentlich für Bäume? Mangrove. Mangrove Wood. Brauche ich nicht. Was haben wir denn hier noch so? Da, was ist das für ein Stained Sapling? Den könnte ich natürlich auch mal mitnehmen. Je nachdem, was es ist. Magenta Leaf? Nö, nehme ich jetzt nicht mit. Ach, und ich muss noch ein paar Bananen fressen hier, damit ich mal weiter regge. Aber die geben zumindest zwei, also so ein bisschen Kraft geben die schon. Ich brauche ein Dorf, Freunde. Komm bitte, ey, das kann das doch nicht sein hier. Das hier kein Dorf, oder war hier irgendwo ein Dorf? Nee, Leute, hier ist doch ein Dorf. Bin ich blöd? Ich bin so. Ja? Und von da werde ich die dann einfach deportieren. Die werden einfach zu mir in den Fabrikkomplex gebracht und dann haben sie nichts mehr zu melden, na, die Penner. Okay, hier ist das Dorf. Und runter da. Oh, die haben direkt so eine Monsterhöhle im Dorf. Das ist wahrscheinlich ein sehr schlechtes Zeichen für dieses Dorf. Weil ich höre hier auch keinen. Alle tot. Glaube ich. Es sieht hart so aus. Was haben wir denn hier? Hier gibt es doch immer geile Sachen für mich. So. Den Nekromantie-Altar, den könnte ich mir eigentlich auch nochmal aufbauen dann, ne? Eigentlich schon. Könnte ich mir nochmal hier so einen kranken Diener züchten, ey. Wenn man die Sachen hier ja so findet. Okay, was ist hier noch drin? Ist hier auch noch was? Nee. Und wieso sind hier keine Villager? Vielleicht, weil ich die Entities gelöscht habe. Ja, wahrscheinlich, ne? Oder ein Zombie. Oh, ganz viele Coven Witches. Hier ist Licht. Ist hier einer reingegangen? Nö. Irgendwie nicht. Das ist ja blöd. Das ist ja sehr blöd. Aber ich werde jetzt mal das auf Tag setzen. Hier, ein paar Villager spawnen, ja. Weil ist ja blöd, wenn die alle tot sind, ne? Also, das ist ja kacke. Obwohl ist hier irgendwo noch ein Dorf. Egal, ich suche jetzt noch ein Dorf, ja, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also haut rein, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!